Freunde, und heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Erstes Video dieses Jahr. Wir fangen direkt an. Alles über das Einhorn. Wofür ist es da? Es ist an sich ein besseres Pferd, hat ein paar Besonderheiten. Oben rechts seht ihr einmal, wo ihr es finden könnt. Ignoriert den Punkt in E2. Ihr könnt es ausschließlich in E3 und E4 finden. Und ja, es ist ein Rare Spawn. Ja, kommen wir zu den ersten interessanten Features. Solltet ihr auf dem Einhorn reiten, ihr seht es gleich hier, greifen euch zum Beispiel Yetis, Löwen etc. nicht an. Und ihr müsst euch nicht um die Ernährung kümmern, da es sich ja, bei Nacht von Mondlicht einfach selber ernährt. Bedenkt dran, tamt ihr eins, zählt es auf euren Rare Counter. Ja, über den Tag verteilt spawnt es dann auch zwischendurch in E3 und E4 immer zur selben Zeit, ein paar Sekunden versetzt. Und interessant zu wissen, es spawnt nicht wie ein normales Tier, sondern ersetzt einen Yeti dabei. Ja, ihr benötigt noch was Besonderes, damit ihr es überhaupt zähmen könnt, das sogenannte Liquid Starlight. Bei Nacht in einem Ritualzirkel produziert es sich selber. Ihr seht hier einmal diese Glitzerfunken-Animation und wenn ihr dann in euren Ritualkreis reinguckt, seht ihr ja Liquid Starlight. Und was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen natürlich noch Pfeil und Bogen oder irgendwas anderes, womit ihr es ja, low hauen könnt. Eine Bola, Liquid Starlight ist eigentlich alles, was ihr braucht. Ich persönlich mache es am liebsten dennoch mit einem Tier. Was solltet ihr geskillt haben? Taming Level 2, das Better Taming auf der höchsten Stufe, Schleichen Stufe 3. Und als Bonus, um es einfacher zu machen, auch wieder Teil dieses Videos, da es auch wieder ein 30er Tier ist, der Sperm Whale Killer. So. Habt ihr dann das Glück und habt ein Einhorn gefunden, ihr habt es jetzt hier gesehen, seid ihr unter dem Einfluss von Glück. Ja, solltet ihr nah genug drankommen, ja, bekommt ihr diesen Glücksbonus, der boostet ein wenig eure Stats. Solltet ihr allerdings eins töten, passiert genau das Gegenteil. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Tame an. Wir hauen hier das Einhorn ganz klassisch ja, runter. Achtet dabei drauf, das Einhorn kriegt automatisch Aggro, wenn ihr ihm selber zu nahe kommt, da es dann aggressiv wird. Und ihr solltet darauf achten, seht ihr irgendwo Damage-Zahlen, wenn eins gespawnt ist, das Einhorn greift auch wilde Tiere an. Schwächt es also, ja, werft eine Bola, dann nähert ihr euch dem Einhorn so, wie es jetzt hier im Video zu sehen ist. Und ihr seht jetzt direkt einen riesen Fortschritt, wenn ihr all das richtig gemacht habt, füttert es mit Liquid Starlight. Ein Liquid Starlight bei einem 30er, 31,4%. Ja, ihr könnt das Einhorn ganz normal mit einem Level 2 Sattel reiten, da es sich um Tier 2 Tier handelt, oder halt einen Cargo Sattel dran packen. Ebenfalls könnt ihr die breeden, ihr seht jetzt hier, wie ich gerade Milch raushole, das ist nämlich die einzige Nahrung, mit der ihr die Babys großziehen könnt. Da solltet ihr euch einen Vorrat anlegen, da die doch relativ langsam produziert wird und die Babys doch relativ hungrig sind. Wie dem auch sei, passt auf, solltet ihr auf den Powerstone-Inseln mit dem Einhorn unterwegs sein. Rock Elementals, Fire Elementals, Bosse greifen euch dennoch an. Auch der Razor schreit euch an und dann habt ihr halt den 4-Debuff, was schnell zum Verlust eures Einhorns führen kann. Das war's, das war alles über das Einhorn. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, haut rein. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und bis bald. Ciao, ciao vom Radioactive Server.